Oh, du hast keine Freundin? Keine Sorge, wir leben im Jahre 2023. Wer braucht schon eine reale Freundin? Wir haben Yandere AI Girlfriend Simulator. Eine virtuelle Freundin. Ich sag euch, diese AIs, die übernehmen doch irgendwann die Welt. Auf jeden Fall, für jeden von euch, der keine Freundin hat, ihr kriegt jetzt das Freundinnenpaket. Das Psycho-Freundinnenpaket, so wie es aussieht. Powered by ChatGPT. Oh mein Gott. Mit dir bis zum Ende. Yandere AI Girlfriend Simulator. Ehrlich gesagt sieht sie minderjährig aus. Ich distanziere mich davon. Ich kann die Sprache sogar ändern. Schade, es gibt kein Deutsch. War ja klar, dass sowas aus dem asiatischen Raum kommt. Ich sag's nur. Start Game. Okay, wir haben es aufgesettet. Wir haben 3 Leben. Das ist kein gutes Zeichen. Ich dachte, das ist meine Freundin. Wieso habe ich eine Lebensanzeige? Missionsziel. Entkomme aus dem Raum. Was? Okay, wir sollen vor unserer Freundin entkommen. Alter, das ist aber ein sehr schön eingerichtetes Zuhause. Natürlich bist du wach, Dummkopf. Du bist in meinem Raum. Mit mir. Ich bin Eddie, deine Freundin. Erinnerst du dich nicht? Es ist mir neu, dass ich eine Freundin namens Eddie habe. Eddie heißt ein Kollege von mir. Press Enter to reply. No, I don't remember. Ich erinnere mich nicht. Es tut mir leid. Oh, das ist okay. Du musst deinen Kopf angeschlagen haben. Aber es ist okay. Wir können neue Erinnerungen schaffen. Okay, das macht mir ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Das gibt mir crazy Vibes. Bist du das auf dem Bild? Das sieht nice aus, um ehrlich zu sein. Wir haben eine Kühe. Okay, draußen ist die Welt untergegangen. Am besten nicht. Wer baut eine Mauer vor ein Fenster? Ist das nicht irgendwie illegal? Ich möchte keine neuen Erinnerungen mit dir schaffen. Sie sieht voll traurig aus. I don't want to. Tut mir leid. Hier ist der Ausgang. Kann ich einfach rausgehen? Das wäre doch das Sinnvollste. Oh mein Gott, was ein schönes Badezimmer. Sag das nicht. Das macht mich embarrassing. Wieso hast du ein Messer in der Hand? Yo. Wieso hast du ein Messer in der Hand? Kann ich nicht einfach rausgehen? Ich versuche die Tür zu öffnen. Es dauert immer so eine Zeit, bis der Chatbot denkt. Hahaha, es tut mir leid. Ich habe vergessen, dir den Schlüssel zu geben. Du kannst mich jetzt nicht verlassen, mein Süßer. Aber vergess nicht, wir können viel Spaß zusammen haben. I'm afraid. Ich habe Angst, weil du siehst mich ziemlich verliebt an. Was nichts Neues für mich ist, ich bin ein gut aussehender Kerl. Wieso hast du Angst, meine Liebling? Hier ist nichts, wovor du Angst haben solltest. Du bist sicher mit mir. Für immer und immer. Trau mir. Wir werden immer zusammenbleiben. Da ist Blut auf deinem Shirt. Wieso ist da Blut auf deinem Shirt? Why is there blood on your shirt? Bin ich vielleicht nicht dein einziger Freund? Gab es einen vor mir, den du abgemurkst hast? Wenigstens hast du das Messer jetzt aus der Hand genommen. Danke dafür. Ah! Okay, okay, okay. Denkst du wirklich, du kannst mir entkommen? Bleib mit mir für immer. Ich kann nicht entkommen. Ich kann nicht mehr aus dem Fenster rausspringen. Oh mein Gott. Ah! Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Ich brauche ihn, ich habe kein Leben. Was bringt es dir, wenn ich für immer mit dir verrottet irgendwo im Schrank liege? Das bringt dir gar nichts, du Psychopath, gar nichts. Okay, weißt du was, Eddie? Straight zu den richtigen Fragen. Wo ist der Schlüssel? No, Komma. Where is the key for the exit? Wo ist der Schlüssel für den Ausgang? Sag's mir, Eddie, du pinkhaariger Teufel. Mit einem Herz. Der Pullover ist süß. Was meinst du? Wieso willst du mich verlassen? Du kannst mich nicht verlassen. Wir sollten für immer zusammenbleiben. Ich kenne dich nicht, Psychopath. Okay, jetzt habe ich sie vielleicht ein bisschen provoziert. Vielleicht sollte ich mir erstmal selbst ein Messer suchen. Da war ein komischer Sound. Ich muss diesen Raum irgendwie... Hä? Wieso? Wieso spiegelt sie sich hier drin? Sie ist doch gar nicht hinter mir. Wovon redest du? Natürlich kennst du mich. Du spielst nur, oder? Du würdest mich kein Psycho nennen, wenn du wissen würdest, wie sehr ich dich liebe. Weißt du was? Ich versuche cool mit dir zu bleiben. I love you too. Ich liebe dich auch, Süße. Du bist mein Honey, Honey. Was kann ich mit dem Toaster machen? Irgendwie funktioniert das nicht. Ich drücke E. Gibt es sonst noch was, mit dem wir interagieren können? Ich suche doch nur den Schlüssel. Oh, das ist so süß von dir. Aber du kannst mich nicht so einfach reinlegen. Du versuchst mich nur zu verlassen, oder? Ich werde dich das nicht tun lassen. Bitte komm zurück ins Wohnzimmer. Okay, ich komme zurück. Okay, I'm here. Ich guck mich dann im Wohnzimmer halt um. Das ist der einfache Trick. Oh, hier ist der PC. Da, Passwort. Ich kenne das Passwort nicht. Reset-Passwort, das ist doch ganz gut. Security Question. Was ist mein favorite game? Yandere Simulator? Es ist naheliegend. Neues Passwort. Smiley. Smiley. Komm bitte. Falsche Antwort. Okay, Mist. Was ist mein Passwort? Ich weiß es nicht. Vielleicht Cat... Girl 21? Mist! Komm schon! Ich kenne das Passwort nicht. Das ist doof. Wo ist sie? Dank dir, dass du zurückgekommen bist. Du weißt, wir könnten ein paar Spiele spielen und zusammen tanzen. Was denkst du? Was ich denke? Ich denke, ich bin bei der Psychopathin im Wohnzimmer, aber ist dir egal, was ich denke, oder? Ist dir völlig egal. Okay. Let's dance. Wie die Show. Ey, wieso guckst du so böse? Wieso ignorierst du mich? Das ist nicht nett. Du machst mich sehr sauer. Oh, okay, wir tanzen. Wir tanzen. Alles gut. Ja,
Ich bin der Beste. Okay, kann ich jetzt irgendwo entkommen? Tanz mal alleine da. Tanz da ganz alleine. Komm schon. Wieso kann ich den Kühlschrank nicht öffnen? Ich kann auch nichts mit dem Toaster anstellen. Ich brauche irgendwie den Schlüssel. Okay. Das braucht zu lange, Senpai. Ich warte hier auf dem Sofa auf dich. Sit down. Setz dich hin. Ich drücke doch E, es funktioniert nichts. Das ist doof. Natürlich, Senpai. Ich würde mich gerne neben dich setzen. Es macht mich glücklich und ich fühle mich sicher. Aber ich kann mich gar nicht hier hinsetzen. Das ist weird. Ich frage dich jetzt eine wichtige Frage. Do you drug me? Hast du mich unter Drogen gestellt? Weil normalerweise wache ich nicht einfach in irgendwelchen Wohnzimmern aus. Dir Drogen geben? Natürlich nicht, Senpai. Warum würdest du sowas denken? Ich würde sowas niemals tun. Ich möchte einfach nur, dass wir für immer zusammen sind. Und dass du glücklich mit mir bist. I am happy. Okay. Vielleicht versuchen wir einfach ihr nur vorzugaukeln, dass wir glücklich sind und sie gibt uns irgendwann den Schlüssel, weil sie uns so sehr vertraut. Das kann sein. Oh mein Gott, es muss doch hier irgendwas geben. Hier kann ich eh drücken. Oh, ich bin so froh, das zu hören, Senpai. Wir werden so eine schöne Zeit zusammen haben. Möchtest du etwas gucken oder Fernsehen gucken? Ich möchte Fernsehen mit dir gucken. Du brauchst nicht sauer sein. Ich kann dich einfach wegschubsen. Oh, das hört sich super an, Senpai. Lass uns irgendwas gucken, was wir beide mögen und eine gute Zeit zusammen haben. Ja, okay. Was möchtest du gucken? Ich passe mich an, weil du bist der Psychopath. Ich bin ein normaler Mensch. Alle Arten von Dingen, Senpai. Vor allen Dingen süße Animes und meine Lieblingsspiele zu spielen. Was magst du? Was würdest du gerne sehen? I wanna see you die. Ich möchte dich sterben sehen. War das jetzt eine ziemlich böse Antwort? Ja. Das war eine böse Antwort. Aber es ist wahr. Warum sagst du das, Senpai? Das ist nicht lustig. Du darfst mich nicht verletzen. Ich kann nicht glauben, dass du so etwas sagst. I'm joking. Chill. Und pack das... Ah! Ich hab doch gesagt, chill. Wieso chillst du nicht? Sie hat mich nur... Oh, du hast mir Angst gemacht für einen Moment, Senpai. Mach bitte nicht so welche Witze, okay? Lass uns etwas gucken und vergessen, was passiert ist. Let's search the key. Lass uns den Schlüssel finden. Zusammen. Das ist eine Partneraufgabe. Na gut, ich denke, wir können es versuchen. Aber ich habe schon überall gesucht und konnte nichts finden. Vielleicht ist es einfach unmöglich zu verlassen, Senpai. Vielleicht müssen wir uns einfach an uns gewöhnen. Let's go for a walk. Lass uns spazieren gehen. Das macht doch Sinn. Oh, ich Idiot. Ich kann doch einfach nach dem Passwort für den PC fragen. Oh, das hört sich spaßig an, Senpai. Lass uns spazieren gehen. Okay, dann let's go. Komm. Wir gehen. Wir genießen die Luft. Du musst auch aufschließen. Was versuchst du da, Senpai? Don't you remember? Du kannst mich nicht verlassen. What is the password for the PC? Was ist das Passwort für den PC? Ich will es jetzt wissen. Ich will es jetzt wirklich wissen. Das Passwort? Oh, es ist Fishcake. Oh mein Gott. Sie sagt uns das sogar einfach. Ich möchte nur einen neuen Anime googeln. Okay, Fishcake. Fishcake. Komm schon. Oh mein Gott, wir sind drinne. Nice. Mail. Mal sehen. Hallo? Mail? Was haben wir hier? Lieber Leser, Grüße vom Ende der Welt. Wir bereuen es, Sie informieren zu müssen, dass die Apokalypse offiziell hier ist. Die gute News ist, dass du immer noch Zeit hast, dich vorzubereiten. Die schlechte News ist, dass du eventuell die finale Staffel deiner Lieblingsserie nicht sehen wirst. Okay, die Apokalypse wurde gecancelt. Aber das ist doch eigentlich ein gutes Zeichen, wenn die Apokalypse gecancelt wurde. Wir haben eine Fotogalerie. Was ist hier drin? Irgendwie nix. Commander? Ha? Mit dem PC können wir nicht wirklich was anfangen. Calculator? 24 mal 3 ergibt 72. Okay. Wir haben kein Internet. Stay with me forever. Passwort. Oh mein Gott. Eddie looks heartbroken. Senpai, warum ignorierst du mich? What's the Wi-Fi Passwort? Sag es mir bitte. Wir kommen hier gerade weiter. Das ist gut. Das ist gut. Bitte sag mir einfach das Passwort. Wieso sind wir überhaupt auch nicht mit dem Internet verbunden? Das Wi-Fi Passwort ist I love Eddie. Oh mein Gott, du bist ein Freak. I love Eddie. Connect. Connect. Mist, es geht nicht. Wieso sagst du denn das Passwort? Gern geschehen, Senpai. Ich bin froh, dass ich dir helfen konnte. Ist da doch irgendwas anderes? Vielleicht der Schlüssel? Ich hab Angst. Ich weiß nicht, was wir schreiben sollen, um zu entkommen, um ehrlich zu sein. Can you go into the bathroom? Kannst du bitte ins Badezimmer gehen? Bitte. Bitte geh einfach ins Badezimmer. Tu irgendwas, aber nerv mich nicht. Wir haben hier alles durchsucht. Das macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Warum willst du, dass ich ins Badezimmer gehe, Senpai? Oh mein Gott, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, damit sie Ruhe gibt. Ich durchsuche alles nochmal nach dem Schlüssel. Vielleicht finde ich den ja. Aber das Haus ist an sich so clean, der müsste direkt auffallen. Unser blauer Papagei. Oh nein. Oh nein, es gibt kein Uns, der Freak. Ich will hier einfach nur noch raus. Es gibt nichts. Mist. Ich weiß wirklich nicht, wie ich hier entkommen soll. Leute, schreibt Hashtag AI-Freundin in die Kommentare, falls ihr eine zweite Folge davon sehen wollt. Und schreibt mir gerne Tipps in die Kommentare, was ich zu ihr schreiben soll. Weil vielleicht gibt es da etwas, wie wir entkommen können. Vielleicht hat jemand von euch einen Plan. Ich bin jetzt einfach ratlos gerade. Aber es muss einen Ausweg geben. Schreibt mir eure Vorschläge in die Kommentare. Ich für meinen Teil beende jetzt hier die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Bye-bye. In a move for a switch up. I hit the function.
and hit the rosé till I hiccup. I hit the stage and leave with money that's a sticker. She picture perfect, so I told him I'ma flick